meine Lieblingsmenschen. Hier ist alle. Und zwar, ich habe jetzt gerade Post von Firma Royani bekommen. Und was ist die Firma Royani? Ja, hat mit Wolle zu tun. Ja. Und das ist ein Shop, der was wirklich tolle Häkelnadeln herstellt. Das ist, glaube ich, ein Meister seines Faches, Roy Lux, müsst ihr mal nachschauen. Und da habe ich mir eben etwas Prunkvolles bestellt und jetzt ist dieses Prunkvolle etwas da gekommen. Und das möchte ich mit euch anschauen. Ich habe es nämlich noch nicht aufgemacht, weil ich mir gedacht habe, das möchte ich mit euch öffnen. Und so, na gucken wir mal. Da hier, genau. Da. Nun werden wir gucken. Da. Also. Wenn das schon mal glitzert, dann ist das schon mal was Schönes, ha? Was ist da los? Das ist ein... Oh! Ja, ja, da schaut's mal her. Das ist der gute Meister. Viel Spaß beim Häkeln, Roy Lux. Tja, ein cooles Socken, ha? Ich finde ihn cool. So, also das war drinnen. So, was haben wir da noch? Ui, was haben wir da Schönes dazu bekommen? Keksi? Keksi. So, warte mal, jetzt muss ich nur mal da schauen, dass da nichts mehr im Hintergrund herumläuft. Hallo. So, also, hör jetzt auf zum Ding. Was haben wir da jetzt da? Da haben wir Keksis. Ja, Coffee and Tea, also Sugar. Und das ist eine Kaffeecrema und einen Tee, einen grünen Tee Zitrus. Na bitte, da kann man ein Keksi zum Tee essen und ein Keksi zum Kaffee essen. Da haben wir noch die Karte von der Firma royani.de. Gedrechselte Häkelnadeln. Tja, wo habe ich ihn gefunden? Ich habe ihn in Facebook gefunden. Also ich habe mir gedacht, okay, da muss ich jetzt auch eine Häkelnadel her haben, weil, ja. So, und nun, so Herr Royani oder Herr Roy Lux, bitte, jetzt da kommt. So, also bitte Platz. Mein Gott, hallo, wo ist mein prunkvoller Zauberstab? Ahaha, na geh! Ui, ui, yes! Die Zaubernadel. So, zacke, zacke, wir rollen sie aus dem Kirchendorf heraus und... Mein Gott, ich bin schon so gespannt. Oh, ich fühle sie. Oh, ich fühle sie schon. Oha. Kinder. Na, ist sie ein Träumchen oder ist sie ein Träumchen? Ach, ist sie schön. Und wie sie glitzert und klickert und blinkt und blankt, ha? Wow. So schön ist sie. Oh, na, das ist eine Dreiernadel, also eine Dreiernadelstärke. So, und jetzt werden wir das Zauberstäbchen einmal testen. Oh mein Gott. Jesus, na, um Gottes Willen, ist sie so. Also jetzt ein bisschen eine Prasserei muss doch sein. Oh, schauen wir, wie sie... Ei, 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 ei.
Die ersten Luftmaschen. Ein, zwei, drei und vier und fünf und sechs und sieben und acht und neun und zehn. Wow. Also die liegt ja im Handel, Maria. Schaut's einmal. Oha. Also sie ist ganz leicht, liegt total leicht in der Hand, hat durch diese Struktur vom Griff, hat sie ja eigentlich wie so ein bisschen, wie soll man sagen, so eine Massage, aber so eine, ja, also sie liegt da und sie ist einfach schön. Oh, ist die traumhaft, ha? Also lieber Herr Roy Lux, du bist ein kleines Genie und ich liebe sie jetzt schon, weil sie flutscht durch die Fäden durch, also das ist ein Träumchen. Falls du dieses Video sehen solltest, wirklich, na, sie ist aber, sie ist wirklich ein so ein schönes Putzi ist sie. Also ja, eine königliche Prunknadel. Ja, schaut mal. Ei, ei, ei. Ich bin komplett. Na, also bitte. Schaut euch einmal das Häkelbild an. So. Ich werde sich denken, okay, das sind feste Maschen und weiter. Na, aber bitte. Hoppale, hoppale. Der Herr Reulux ist mir umgefallen. Um Gottes Willen. Schaut mal. Na, also liegt sie da. Liegt sie in der Hand und ist sie einfach nur eine schöne. So eine Schönheit ist sie, ha? Ich bin verliebt, wirklich. Sie ist so schön. Die Krone. Warum die Krone? Tja. Jesus, na. Ja, ich werde jetzt meine, ja, also Häkeln tut spitze. Der Hocken ist toll. Da ist so richtig, ja, ihr seht es, ja. Ich meine, was für Zepter. Bang, bang. Um Gottes Willen, na Baby. So, jetzt kommt das kleine Putzi-Putzi, kommt jetzt wieder in ihr Bettchen hinein. Ich wollte es euch nur zeigen. Ich habe es nämlich ja schon vorher auf einem Bild gesehen, was ich bekommen habe. Und jetzt habe ich es da bei mir in Natura. Ich liebe sie. Es ist schön oder schön. Ja. Also ich freue mich, vielen Dank, also jemand, der was häkeln möchte, sie sind nicht billig, aber sie sind qualitativ natürlich, ja, also, und schön sind, und das ist, glaube ich, ein Unikat, das, was jetzt nur die Tante Wohlfahrten hat, also soll keiner irgendwie eine andere Nadel von demselben haben, aber ich glaube, da wird er eh drauf schauen, das weiß ich jetzt nicht, aber, ja, also, ich wünsche euch einen schönen Abend, Tag, Wochenende, wann immer ihr das seht. Mein prunkvolles. Das ist schon schön, gell? Ja, und wenn wir jetzt da dann Häkel-Anleitungsvideos machen, dann wird sie natürlich mit dem Häkel-Zepter. Ja. Also, ich gehe jetzt mein Nadel zu Bett legen und verabschiede mich von euch. Ich wünsche euch was. Bussel, Papa, für dich. Ah.